Heute schauen wir mal, wie stabil man Kunststoff schweißen kann. Techtastisch. Denn 3D-Drucker sind einfach nur toll. Man kann literally alles damit herstellen. Aber je nachdem, wie die Teile geometrisch aufgebaut sind, kommt man manchmal nicht um das Drucken mit Stützmaterial herum. Was das Herstellen so ziemlich jeglicher Formen immer noch möglich macht. Aber die Stützen fressen halt mehr Material, welches dann auch noch im Müll landet. Metall kann man ja einfach verschweißen, aber geht das mit Kunststoff auch? Ja, denn beim 3D-Drucke schöner aussehen lassen Video hatte ich mal gezeigt, wie der Kunststoff ABS, aus welchem zum Beispiel auch Playmobil-Männchen bestehen, von Aceton angelöst werden kann. Und als das Ganze wieder trocken war, waren sogar die Oberflächen glatter. Und auf Basis dieses Tricks kann man sogar Kunststoff schweißen. Hierfür habe ich jetzt diese Haken hier gedruckt, welche ich an dieser Fläche hier verkleben werde. Wir ignorieren mal, wie schlecht meine provisorischen ABS-Teile aussehen, weil ich den Druck mit diesem Material noch perfektionieren muss. Ich habe diese Teile hier bewusst so liegend gedruckt, anstatt hochkant. Denn die Zugbelastung wird ja später in diese Richtung hier gehen. Und würden hier jetzt immer wieder einzelne Schichten aufeinander liegen, wäre genau jener Kontaktpunkt zwischen den Schichten die Schwachstelle. Auf diese Weise wird jetzt an massivem Material gezogen, was am Ende für den Belastungstest der Klebestelle auf jeden Fall vorteilhafter ist. Und wenn ich jetzt etwas Aceton auf einen Pinsel gehe, und damit mein ABS einpinsle, man sieht es schon am Pinsel, passiert etwas Ähnliches wie beim Styroporversuch. Das Aceton löst unseren Kunststoff an und nachdem das Aceton dann verdampft ist, hinterlässt es eine harte Kunststoffschicht. Das erinnert zu Recht an Nagellack. Also werden jetzt beide Teile eingepinselt und jetzt kann man beides einfach zusammendrücken und nachdem besagter Effekt zustande kam, dass das Aceton verdampft ist, haben wir eine feste Kontaktstelle. Es erinnert tatsächlich ans Schweißen, nur scheint diese Methode leider nur auf den Druck mit ABS beschränkt zu sein, denn wenn wir das Ganze jetzt mit PLA-Teilchen versuchen, passiert Folgendes. Wir sehen schon mal, dass der Pinsel nicht direkt schwarz wird und das erschwert natürlich das Kleben. Aceton und PLA funktionieren da leider nicht. Mann, wie schade. Dann zünde ich es halt an. Das bedeutet aber nicht, dass man PLA nicht verschweißen kann. Es ist lediglich die Pinselmethode, welche nicht so einfach mit diesem funktioniert. Was ich jetzt vorhabe, ist nicht überall anzuwenden, aber wo es anwendbar ist, effektiv und es hat sogar mehr mit Schweißen zu tun als die Aceton-Variante. Wenn hier schon die ganze Zeit von Verschweißen geredet wird, will ich auch mal ausprobieren, was passiert, wenn man das Plastik wirklich oberflächlich anschmilzt. Hierfür habe ich das jetzt einfach auf eine Herdplatte gestellt, weil die jeder zu Hause haben sollte und natürlich auch eine Metallplatte dazwischen gelegt, auf welche ich das Ganze dann anpressen und danach verbinden will. Hierbei muss man natürlich aufpassen, dass man sich und das Haus nicht anbrennt und der Kunststoff darf natürlich auch nicht zu heiß werden. Das ist nur experimentell. Deshalb machen wir die Herdplatte jetzt an und die Tatsache, dass das glüht, sagt schon aus, dass es viel zu heiß für den Kunststoff ist. Also würde die Metallplatte glühen, wäre sie auch viel zu heiß. Technically, denn hier wollen wir uns die schlechte Wärmeleitfähigkeit der Kunststoffe zunutze machen. Wenn diese Platte viel zu heiß ist und es eine Weile dauert, bis die Wärmeenergie durch den ganzen Kunststoffkörper gekommen ist, denn wenn der ganze Körper zu heiß werden würde, würde das ja auch seine Stabilität beeinflussen, können wir nur die Oberfläche anschmelzen und danach das Ganze hoffentlich gut zusammenfügen. Oh ja, das scheint zu funktionieren. Anschmelzen, anschmelzen, anschmelzen und zusammenfügen. Ich bin überrascht, wie einfach das ging. Und jetzt kusch, kusch. Aber warum sollen wir unsere Drucke denn überhaupt so aufwendig verschweißen? Was ist aus den guten alten Klebern geworden? Wie gut können zum Beispiel Heißkleber und der gute alte Sekundenkleber mithalten? Ich bin gespannt, wer am Ende beim Belastungstest gewinnen wird. Schreibt mir euren Kandidaten gerne in die Kommentare. Hier tragen wir jetzt auf jeden Fall wieder eine dünne Cyanoacrylatschicht auf, reiben diese schön in jede Rille rein, bleiben für ein paar Sekunden in Position
Und schon sollte die Verbindung fest sein. Sekunden und Heißkleber sind einfach unglaublich nützliche Tools beim 3D-Drucken. Und während diese Verbindung hier schon hart ist, ist dieses Cyanacrylat noch flüssig. Denn die Aushärtungsreaktion des Cyanacrylates ist bei dünnen Schichten nach wie vor schneller vollendet. Logischerweise. Und so ist auch der Heißkleber unglaublich schnell fertig. Mit dem kleinen Unterschied, dass der geschmolzene Kunststoff extra aufgetragen und ein zweites Material ist. Der Heißkleber arbeitete nun mit einem Kunststoff, welcher zwischen beiden Teilen erstarrt ist. Der Sekundenkleber war mit Cyanacrylat ein Kunststoff, welcher zwischen den beiden Teilen entstanden ist. Das direkte Schweißen der beiden Teile hat das PLA selbst geschmolzen, welches erstarrt ist. Und beim ABS-Aceton-Versuch wurde das ABS angelöst und ist wieder erhärtet, als das Lösemittel verdampfte. Also aus Kunststoffsicht hatten wir hier und hier eher ein Schweißen, während der Heiß- und der Sekundenkleber eher Löten sind. Und ob sich diese vier Methoden behaupten können, werden wir nun mit der Kofferwaage testen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell der Fall ist, aber wir befinden uns gerade im geupgradeten Gartenhaus, wegen dieser Deckenhaken, die ich angebracht habe. Und nun können wir mit dieser Kofferwaage hier die Stabilität unserer Verbindungen testen. Der Heißkleber war, praktisch nicht fest. Also kommen wir mal zum ersten richtigen Test. Der Sekundenkleberverbindung. Diese konnte jetzt hier super eingehakt werden. Genau deshalb habe ich auch diese Haken hier 3D gedruckt. Und werde jetzt an diesem Seil hier ziehen. Und dann können wir schauen, wie viel Kilogramm diese Verbindung ausgehalten hat. Das waren circa 4 bei Sekundenkleber. Das Löten war somit sehr, sehr schwach. Da immer wieder die gleiche Klebefläche verglichen wird, sind die absoluten Zahlen auch aussagekräftig. Und jetzt sind wir schon bei 12 Kilo. ABS und Aceton sind extrem stabil. Aber mein persönlicher Favorit ist die direkte Schmelzverbindung. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Okay, wir haben die 20 Kilo überschritten. Oh, wow. Krass. Bedeutet, wer nicht mit ABS drucken will, sollte schauen, ob er die Schmelzverbindung hinkriegt. Ansonsten muss es halt leider nur die Sekundenkleberverbindung sein. Was allerdings bei zwei nicht planen Flächen effektiver sein dürfte. Denn diese Schmelzverbindung ist nur bei zwei offenen, großen, flachen Flächen relativ effektiv. Würde ich jetzt eine Achse in einem Loch verkleben müssen, würde ich eher zu Sekundenkleber greifen. Und ich glaube, dieses Setup hier werde ich auch an Ort und Stelle lassen. Denn genau für sowas habe ich mir ein Haus gekauft. Gib auf den Daumen nach oben und abonniere dich tastisch, wenn dir sowas gefällt. Und ein Video, in dem ich 3D-druckbaren Klett vorgestellt und getestet habe, findet ihr hier.